herzlich willkommen heute zu unserem FN-Wahlforum per Facebook-Chat. Es ist jetzt kurz nach 12:30 Uhr, Zeit für die Mittagspause und Zeit, um den drei Wertheimer OB-Kandidaten Fragen zu stellen. Etliche Fragen haben uns bereits vorab erreicht. Sie können jedoch in der Kommentarfunktion weitere Fragen stellen. Mein Name ist Heike von Brandenstein und begrüßen möchte ich die drei Kandidaten, Herrn Bürgermeister Wolfgang Stein, Herrn Gerhard Wolf und Herrn Markus Herrera Torres. Bevor wir in die Leserfragen einsteigen, möchte ich von Ihnen gern wissen, aus welcher Motivation heraus Sie sich eigentlich für das Amt des Oberbürgermeisters beworben haben. Ich bitte aufgrund der knappen Zeit, die wir haben, um kurze Antworten. Herr Stein. Ja, liebe Frau von Brandenstein, ich mache die Arbeit des Oberbürgermeisters in Wertheim jetzt seit 2 Jahren, bedingt durch die schwere Erkrankung unseres Oberbürgermeisters Stefan Mikulic. Das Ganze hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht. Ich bin seit 20 Jahren in Wertheim, es ist meine Heimat geworden. Und jetzt möchte ich natürlich diese erfolgreiche Arbeit die vergangenen 2 Jahre fortführen, gemeinsam im Gemeinderat, gemeinsam mit der Bürgerschaft und zum Wohl inzwischen auch mir und meiner gewordenen Heimat. Herr Wolf. Also ich wollte Oberbürgermeister werden, um neuen Schwung in Wertheim zu bringen und einfach der Bevölkerung mal zu zeigen, dass ich als ganz normaler Bürger das auch machen kann. Dankeschön. Ja, mir ist die Grundlage meiner Bewerbung meine eigene kommunalpolitische Erfahrung, die ich als Stadtrat gesammelt habe. Bin mit 21 Jahren bereits in den Gemeinderat gewählt worden, der Stadt Laufen. Und mache seitdem unheimlich gerne Kommunalpolitik, gestalte unheimlich gerne die Themen, die Menschen bewegen. Und das ist auch der Anlass, weshalb ich mich hier in Wertheim beworben habe. Wertheim ist eine unheimlich schöne Stadt, wo man auch viel bewegen und viel gestalten kann. Ist ganz arg lebendig, das stelle ich jetzt selber fest bei den vielen Bürgergesprächen in verschiedenen Ortschaften, in den Stadtteilen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen ist die Motivation die eigene kommunalpolitische Erfahrung, aber vor allem auch das Miteinander und das Entwickeln von Ideen und neuen Überlegungen mit Menschen. Dankeschön. Kommen wir jetzt zu den Leserfragen. Es geht erstmal um das Thema Verkehr, das sehr viele Menschen bewegt. Arno Schmidt beklagt sich über den zunehmenden Verkehr und die damit verbundene Lärmbelästigung auf der Gemeindeverbindungsstraße Bestenheim-Wartberg. Die Stadt, sagt er, habe mit der Begründung der Gleichbehandlung weitere Maßnahmen zur Lärmminderung abgelehnt. Herr Schmidt kann eine solche Gleichbehandlung aber überhaupt nicht erkennen. Er stellt die Frage explizit an Sie, Herr Stein. Was gedenken Sie als Oberbürgermeister zu tun, damit diese Gleichbehandlung in dieser Situation zum Tragen kommt? Herr Schmidt meint wahrscheinlich die Lärmaktionsplanung vom Land, die wir im Gemeinderat vor wenigen, ich glaube die vorletzte Sitzung haben wir die im Gemeinderat die Ergebnisse beraten. Das Land hat eine Aktionsplanung aufgelegt, was den Lärm angeht, entlang der Landesstraßen. Demzufolge ist bei uns die L2310, die L506 und die L508 betroffen. Da gibt es Vorschläge, die haben wir jetzt der Bürgerschaft zur Anhörung gegeben und werden das auch im Auftrag des Landes weiter bearbeiten. Eine ganz andere Frage ist das Thema Lärmschutz bei Ortsverbindungsstraßen. Da ist die Stadt zuständig und die Ortsverbindungsstraße von Bestenheim, Wartberg hoch, die steht bei uns im Haushaltsplan drin. Im vergangenen Jahr und in den nächsten Jahren, dass es sehr große Maßnahmen ist. Es ist eine ganz einige Strecke, die da neu zu sanieren ist. Und in diesem Zuge der Sanierung wird man sicher auch das Lärmthema an dieser Straße nochmal aufrufen und mit der Bürgerschaft diskutieren müssen. Dankeschön. Georg König aus Mondfeld beschäftigt der schlechte Zustand der L2310, wahrscheinlich schon seit Jahren. Und zwar vor allem zwischen Grünenwörth und Mondfeld. Neben den vielen Wellen, sagt er, sei auch die Straßenbreite für den Schwerlastverkehr viel zu gering. Herr König belegt dies mit zahlreichen Unfallbeispielen und äußert sein Unverständnis über die geringe Priorisierung des Ausbaus dieses Abschnitts durch die grün-schwarze Landesregierung. Die Frage richtet sich an Sie, Herr Herrera Torres, ob Sie diesen Abschnitt schon einmal selbst gefahren sind, Nummer 1, welchen Eindruck Sie hatten und was Sie zu tun gedenken, falls die Wertheimer Bürger Sie zum Oberbürgermeister wählen. Ich bin den Abschnitt gefahren, noch nicht so häufig, aber ich bin ihn gefahren, habe auch festgestellt, dass die Landstraße da in dieser durchgehend in keinem guten Zustand
Es ist in der Tat ein großes Problem, aber es ist eine Landesstraße, das sagt der Name ja bereits, und deswegen sind wir darauf angewiesen, auch die Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg auch. Das heißt, da muss in engen Gesprächen mit dem Regierungspräsidium, auch mit dem Verkehrsministerium diskutiert werden und deutlich gemacht werden, welche Priorität diese Straße auch genießt. Und das ist ein harter Verhandlungsweg und Prozess, den ich natürlich auch als Oberbürgermeister der Stadt Wertheim dann führen werde. Gehen Sie beide damit d'accord, dass Sie sich auch dafür einsetzen würden, dass diese Straße, die ja seit vielen Jahren in der Kritik steht, endlich mal saniert wird? Ja, ist ja klar, dass die Straße unbedingt saniert werden muss. Und ich denke mir, im Land müssen wir halt mal intensiver noch mal darüber reden, dass es auch wirklich jetzt bald mal passiert. Ja, es sind dicke Bretter, die bei der L2310 zu bohren sind, und das beschäftigt uns auch schon viele Jahre. Wir sind da in ständigem Kontakt, sowohl Regierungspräsidium wie auch Verkehrsministerium. Die Strecke zwischen Mohnfeld und Grünwirth hat deshalb nochmal eine besondere Priorität, weil von dem großen Unternehmen Rauch aus Freudenberg der gesamte Lkw-Verkehr über diese Strecke abgewickelt wird. Und da ist es bei Begegnungsverkehr von zwei LKWs regelmäßig so, dass dann ein Spiegel zumindest darunter leidet, weil der dann kaputt geht. Das sind unhaltbare Zustände, und ich würde mir da auch wünschen, wenn ein grüner Verkehrsminister sich dieses sachlich anhört und auch entsprechend handelt, weil da muss was geschehen und da müssen wir vorankommen in dieser Frage. Dankeschön. Ralf Enzfelder aus Fockenroth spricht den Unmut in diesem Stadtteil über die weitere Planung des Kreisverkehrs am Ortseingang an. Man befürchtet in Fockenroth einen Rückstau in die Ortschaft und moniert ein fehlendes Gesamtkonzept. Wie würden Sie als OB an diese Thematik herangehen und wie die Bürger dabei beteiligen, fragt Herr Enzfelder. Fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr Wolf. Also ich weiß, dass das neue Post, die neue Post oben ist und auch der TFA da sich groß breit gemacht hat. Da ist das Problem mit dem Lkw-Verkehr. Man will hier eine Umleitung machen durch zu Fockenroth hin. Das sind ja klar einige Leute nicht bereit, ihr Grundstück dafür herzugeben. Es ist ein Kreisverkehr in der Ecke. Ja, es ist ein bisschen problematisch, das sehe ich auch so. Und man muss noch mal drüber nachdenken, ob wir das irgendwie anders noch lösen können. Ich sehe das Problem darin, dass, und Sie sehen ja am Thema Verkehr, dass das ein sehr virulentes Thema, ein sehr präsentes Thema ist bei der Bevölkerung in Wertheim auch, dass es schon die grundsätzliche Frage gibt, wie leiten wir Verkehrsströme auch in Wertheim. Meines Erachtens nach gibt es da bisher kein schlüssiges Gesamtkonzept, was vorliegt. Deswegen ist es dringend notwendig, zum einen ein Gesamtverkehrskonzept für Wertheim zu erarbeiten und auch vorzulegen, was dann trägt, was Entlastung bringt, was aber auch zukünftige Verkehrsentwicklungen mit berücksichtigt. Wenn wir jetzt auf den Reinhardshof gehen, und da geht es ja um die Anbindung oder die bessere Verkehrsentlastung vom Reinhardshof selbst, auch da stellt sich mir die Frage, warum das bisher nicht ausreichend angebunden wurde. Und es ist klar, wenn sich dort weiter Gewerbe ansiedeln soll, dann braucht man auch eine weitere Verkehrsentlastung. Meines Erachtens oder meines Wissens nach liegen da bisher Pläne bereits auch in den Schubladen, auch ältere Pläne. Das heißt, man muss die Sorgen und auch Nöte der Bürgerinnen und Bürger in Fockenroth da auch sehr ernst nehmen. Man kann da nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, das habt ihr jetzt halt Pech gehabt. Im Gegenteil, da müssen die mit eingebunden werden, da müssen die auch mit in die Gespräche eingebunden werden. Meines Erachtens nach ist eine Lösung, die sozusagen vor Fockenroth, also wenn man von Nassig kommt, dort das Gewerbegebiet anzubinden, die bessere Variante, weil sie die Fockenröther entlastet, weil der Verkehr dann nicht durch Fockenroth durchgeht. Uns muss bewusst sein, dass das natürlich auch die teurere Variante ist. Aber wenn die Nöte und Bedürfnisse auch in Fockenroth groß sind und die Befürchtung, dass eine hohe Verkehrsbelastung dann durch den Ort rollt, dann muss man das mit berücksichtigen und muss das in eine zukünftige Verkehrsplanung und Verkehrsentlastung auch für das Gewerbegebiet Reinhardshof mit einbauen. Welche Pläne liegen denn in der Schublade der Stadtverwaltung? Ja, Frau Wandenstein, zum einen muss man natürlich sagen, selbstverständlich haben wir ein Gesamtkonzept, was die Verkehrslage und die Verkehrsströme angeht. Und auch der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch aktuell liegt, wurde von dem entsprechenden Fachingenieurbüro erarbeitet. Und da wurden Zahlen gemessen, da wurden Zahlen erhoben.
Und die Zugrundelegung dieser Zahlen und die Gewichtung der Verkehrsströme haben zu diesem Ergebnis geführt. Ich bin aber durchaus vollkommen bei den beiden Herren dabei. Das stelle ich auch fest bei meinen Bürgergesprächen. Wir müssen schauen, dass wir die Bürgerbeteiligung nochmal uns neu überdenken. Die Sachverhalte sind mittlerweile sehr komplex und das macht es auch schwierig, die einfach zu transportieren. Es sind eben komplexe Sachverhalte. Und auch in diesem Fall ist es, obwohl der Stadtteilbeirat mit einbezogen ist, den wir ja als Transformationsriemen haben, obwohl der Gemeinderat einbezogen ist, die Planungen, wie sie laufen, öffentlich sind, die Verhandlungen öffentlich sind und auch die Träger öffentlicher Belange, die Ergebnisse öffentlich im Gemeinderat behandelt werden. Gleichwohl habe ich das sehr wohl in Fuggenroth gerade auch gespürt, dass da noch sehr viel Information fehlt bei der Bevölkerung. Wir haben jetzt mal einen ersten Schritt getan, indem wir vor wenigen Monaten noch vom Rathaus aus einen Newsletter herausgeben, wo wir eben diese Informationen verstärkt auch transportieren möchten. Und wir werden sicher in Fuggenroth auch im weiteren Fortgang dieser Planungen diese vor Ort nochmal vorstellen, vor Ort mit den Bürgern diskutieren und auch den Fachplaner da entsprechend nochmal mit dazu nehmen, weil man in der Diskussion, da hört sich jedes Argument für sich, das kann man sehr einfach dann sagen, hört sich dann schlüssig an, klingt gut, aber es ist unheimlich komplex, allein dieser Kreisverkehr mit seinen verschiedenen Beziehungen, allein dass noch die Schule, der Fußgängerweg dabei ist und das abstrakt zu diskutieren ist nahezu unmöglich, zumindest nicht, dass man das Gesamte dann weiterhin im Blick hat. Das wollen wir tun. Wir wollen da auf die Fuggenröder zugehen. Die müssen mit ins Boot. Das ist überhaupt keine Frage. Die anderen Planungen, die angesprochen wurden, das sind ältere Planungen, die es schon früher gab. Da hat der Gemeinderat der Verwaltung jetzt den Auftrag gegeben, diese Planungen, und das sind unterschiedliche Varianten um Fuggenroth herum, diese Planungen entsprechend neu aufzuarbeiten und mit Zahlen zu unterlegen, sodass man da eine vernünftige Diskussionsgrundlage hat. Sie sehen es aber an einem Beispiel, wie kompliziert das Ganze ist. Wenn es gerade anklang, die Umfahrung um Fuggenroth, da ist kein Durchgangsverkehr mehr durch Fuggenroth. Und das ist gerade nicht der Fall, weil in diesem Fall haben Sie nach wie vor den Verkehr von Sachsenhausen und von Dörlesberg, der durch Fuggenroth fließt. Und die Anbindung ist ja gedacht, dass der Verkehr, der bislang in den Reinhardshof reinfährt oder in den Wartberg, dass der dann über diese Abbiegung von hinten ins Gewerbegebiet führt. Der Verkehr müsste dann durch Fuggenroth um von hinten ins Gewerbegebiet. Also Sie sehen an dem kleinen Beispiel, das ist hochkomplex, das ist alles andere als einfach. Deswegen sage ich auch, wir müssen das mit den Planern, müssen wir das nochmal in Fuggenroth und mit den Fuggenrödern und auch mit den anderen Bürgern, mit der Bürgerschaft diskutieren. Insgesamt müssen wir, was die Bürgerbeteiligung angeht, neue Wege gehen. Weil da ist offensichtlich, bleibt da viel Information, die da ist, die bleibt gerade irgendwie auf der Strecke. Und das müssen wir beheben. Also Herr Enzfelder, Sie dürfen auf jeden Fall mit Bürgerbeteiligung rechnen, bei allen drei Kandidaten, egal wer Oberbürgermeister wird. Anderes Thema, Thema Umwelt. Ursula Günther liegt die Umwelt und die Nachhaltigkeit in der Natur sehr am Herzen. Sie denkt dabei nicht im ganzen Großen oder im großen Ganzen, sie denkt an kleine Schritte, um zum Beispiel dem Bienensterben entgegenzuwirken und erinnert sich an die Wildblumenfelder, die der Herr Mikulic vor ein paar Jahren in den Mainwiesen am Schlösschen Hofgarten hat aussäen lassen. Welche Ideen haben Sie als OB-Kandidaten für eine nachhaltige und umweltfreundliche Politik in Wertheim, auch gern in kleinen Schritten? Herr Stein, können Sie jetzt bitte antworten. Ja, die Umwelt und die Umwelt in Wertheim im Speziellen ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind im ländlichen Raum und die Menschen leben hier, weil es eben viel Umwelt, viel Natur um uns herum gibt und die gilt es auch zu erhalten und die gilt es auch zu bewahren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen, dass wir die Infrastruktur der Stadt auch erhalten können. Und das geht eben nur, indem ich Arbeitsplätze habe, indem ich Unternehmen ansiedle, damit entsprechend auch Gewerbesteuer da ist, um eben die Infrastruktur vorzuhalten. Und diesen Ausgleich, den muss man miteinander finden. Wir halten uns da an die Naturschutzgesetze. Das Thema Fauna, Flora, Habitat ist für uns sehr wichtig. Es ist jedes Mal eine Abwägung im Einzelnen. Wir haben sehr viele Biotope und Ausgleichsflächen, die jedes Mal zu schaffen sind bei entsprechenden Baumaßnahmen. Und ich sehe uns da insgesamt auf einem sehr guten Weg.
Es sind immer widerstreitende Interessen. Zu dem Thema Bienen haben wir ja einen Spezialisten im Gemeinderat sitzen, den Stadtrat Vogeltanz. Und ich denke, auch mit dem muss man nochmal schauen, wie man dieses Thema vielleicht nicht an der L2310 gegenüber vom Schlösschen, weil dort habe ich zwar die Blumenwiesen gesehen, aber nicht so viele Bienen. Aber da muss man vielleicht schauen, wo man Orte findet. Und gerade die Bienen sind ja sehr wichtig für unsere Natur und für die ganze Ökologie. Danke. Herr Wolf, haben Sie eine konkrete Idee? Ja, eine konkrete Idee wäre eigentlich, man sollte so reichen. In Sicht Tonblöcke, wo die Bienen sich drin nisten, also diese Wildbienen nisten können, da sollte man ein paar Tonblöcke verteilen können. Und das immer paarweise pro bestimmte Häuser verteilen, wo sich die Bienen eigentlich ansammeln. Und damit nach einem Jahr diese Blöcke auch mal wieder weiter zu verteilen, dass sich die Bienen sich weiter ausbreiten können. Die Gemeinden sind dabei, durch Schulprojekte oder Vereinsprojekte diese Bienenhotels und Insektenhäuser überall aufzustellen. Das gehört dann klar weiter unterstützt und weiter gefördert in der ganzen Sache, dass man halt nicht immer laufend diese Bäume spritzen müssen. Ich weiß es selber, wir spritzen überhaupt nicht mehr Obstbäume, wir lassen es ganz weg. Und da sollen wir jetzt weiter dran arbeiten. Und es ist also richtig wichtig, dass wir das überhaupt machen. Die Blumenwiesen, das ist eine schöne Sache, dass man da auch eine Blumenwiese hat. Aber man muss auch gucken, dass man auch diese Wildbienen auch mal wieder eine neue Chance gibt und in den bestimmten Stellen, wo es welche gibt, diese Tonteile aufbaut und die dann auch wieder weiter in einem Jahr, im nächsten Jahr wieder weiter verteilt. Und das wäre ein schönes Projekt und damit könnte man da auch ein bisschen der Bienenbevölkerung eine Unterstützung geben. Mhm, Dankeschön. Ja, es ist richtig, dass wir in Wertheim die wunderschöne Situation haben, dass wir in einer wunderschönen Landschaft sind, im Grünen sind. Das ist auch eines der Gründe, weshalb die Menschen gerne in Wertheim wohnen, die Bürgerinnen und Bürger. Das ist eines der Kernpunkte, mit dem wir in Wertheim buchen können, dass wir so eine schöne Landschaft und eine schöne Natur haben. Und deswegen ist die erhaltenswert und schützenswert, keine Frage. Ich sehe nicht, dass es zwingend einen Widerspruch zwischen Naturschutz, Nachhaltigkeit und auch wirtschaftliche Entwicklung geben muss. Das kann man zusammendenken, das sollte man auch an verschiedenen Punkten immer zusammendenken. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Naturschutz ist richtig und muss dazugehören, aber wenn wir uns nur auf Naturschutzgesetze berufen, dann gehen wir aus meiner Sicht nicht weit genug in Wertheim. Und wenn wir über das Artensterben oder auch über die Artenvielfalt sprechen, dann sprechen wir über Biodiversität und dann geht es nicht nur um Bienen, dann geht es auch natürlich noch um andere Tiere und Insekten. Und wenn wir die schützen wollen und weiter stärken wollen, dann bin ich der Ansicht, dass wir in Wertheim den nächsten Schritt gehen sollen. Ich möchte, dass Wertheim eine Kommune für Biodiversität wird. Da gibt es einen Verband der Kommunen für Biodiversität, da sind aktuell 159 Kommunen drin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Wertheim da die 160. Kommune wird. Das bedeutet, dass einerseits das Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität in der Gesellschaft nochmal eine andere Rolle spielt, dass man darüber aufklärt, aber dass man auch einzelne kleine Flächen gezielt so aufstellt und so möglich macht, dass dort Biodiversität sich entwickeln kann. Das kann auf normalen städtischen Flächen sein, wo bisher Einheitsgrün ist, das kann aber auch natürlich auch nochmal weitere Flächen am Stadtrand sein, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass die Stadt Wertheim diesen Weg geht, dass da die Verwaltung, der Gemeinderat und auch die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam diesen Weg bestreiten. Dankeschön. Thema Wohnen. Erik Steude beschäftigt das Thema Wohnen und er fragt, welche konkreten Vorhaben Sie sehen, um die unterschiedlichen Bedarfe der Wertheimer zu decken. Also Familien, Ältere, Behinderte etc. Ja, wir sind, was das Thema Wohnen angeht, seit 2 Jahren sehr intensiv unterwegs. Der Wohnungsmarkt ist angesprungen. Wir haben in einer Wohnraumanalyse nochmal feststellen lassen, dass wir einen hohen Bedarf haben, auch an Mehrgeschosswohnungsbau. Der findet im Moment statt, beispielsweise im neuen Krankenhaus. Da haben wir 6 Mehrgeschosswohnungshäuser erstellt, 3 von dem privaten Investor, 3 von unserer Stadtentwicklungsgesellschaft. Die waren noch nicht fertiggestellt, da waren sie verkauft oder vermietet. Andere private Objekte in der Stadt entstehen gerade. Darüber hinaus sind wir im Moment bald jede Woche dabei, ein neues Wohngebiet in der Ortschaft
neu erschlossen ist, seine Bestimmung zu übergeben, sodass es auch dort weitergehen kann. Großer Punkt ist das Thema Krankenhausgelände, das alte Krankenhausgelände. Das alte Krankenhaus wird bis Jahresende abgerissen. Dazu ist die Schwesternschaft vertraglich verpflichtet. Dazu haben wir einen Vertrag mit der Schwesternschaft. Zwischenfrage. Beginn des Abbruchs oder Vollendung des Abbruchs bis Jahresende? 31.12. muss das Krankenhaus abgerissen sein. 31.12.2019. Und wir werden heute Abend im Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Planung fassen, um das Gelände neu zu überplanen. Da wird eine Rolle spielen die Dreifachturnhalle, wo der Standort festgelegt wurde. Und darüber hinaus natürlich ist es ein wahnsinnig interessantes Wohnungsquartier. Und da gilt es jetzt mit der Planung voranzuschreiten. In der Planung selber möglichst viele Ideen reinzuholen, die Bürgerschaft auch reinzuholen. Da ist jede Idee, auch da der Aufruf, jede Idee ist da herzlich willkommen. Es ist ein ganz tolles Wohnquartier, Blick zur Tauber, Blick zur Altstadt, gleichzeitig hochwasserfrei. Und da wollen wir wirklich was Tolles machen. Ich glaube, dass uns da was ganz Tolles gelingen wird. Darüber hinaus dürfen wir die Ortschaften natürlich nicht vergessen. Wie gesagt, dort die Neubaugebiete und das eine tun, das andere nicht lassen. Selbstverständlich sind wir auch in den alten Ortskernen unterwegs. Wir haben ein Hofreitenprogramm, wir haben viele Sanierungsgebiete festgelegt in den Ortschaften, sodass auch da die Möglichkeit besteht. Und da hat jeder, ist da individuell, der eine mag ein neues Haus, der andere mag lieber eine Hofreite und die sanieren. Und wir bieten alle Möglichkeiten an. Gerade in Wertheim-Ost ist die Besonderheit, dass wir jetzt eben auch Richtung Würzburg, dass wir Richtung Würzburg interessant werden, da das gerade mal noch 20 Minuten sind und die Preise in Würzburg bei 400 Euro sind und bei uns bei rund 100 Euro pro Quadratmeter. Da müssen wir weitermachen und da sind wir sehr gut und sehr schnell unterwegs. Wir sind gerade die dynamischste Stadt hier im Main-Tauber-Kreis. Danke. Auf die Ortschaften, vielleicht kann ich das noch anfügen, bezieht sich auch eine Frage von dem Lukas Iraschko, der gerade sagt, der Bau von kleineren Einfamilienhäusern mittlerweile, in denen es keine Einliegerwohnungen mehr gibt, habe zu einer Verknappung von Wohnraum in den Ortschaften geführt und was letztlich auch zur Landflucht führt. Und deswegen fragt er auch, Sie haben das ja schon beantwortet, und deswegen fragt er auch, ob man da nicht mit der Stadtentwicklungsgesellschaft, mit dem Wohnungsbau eingreifen müsste und entgegenwirken müsste, um diese Landflucht zu bekämpfen. Vielleicht können Sie das noch mit einfließen lassen. Jetzt lassen wir zuerst mal den Herrn Hedelatoris zu Wort kommen. Dass der Bedarf groß ist, ist in der Tat richtig. Ich war es heute Morgen bei einem Betriebsgespräch, bei einer Firmenbesichtigung, habe mich da mit dem Geschäftsführer unterhalten und der hat mir sehr deutlich gesagt, er würde gerne perspektivisch erweitern. Aber für ihn stellt sich natürlich die Frage, bekommt er auch die Arbeitsplätze befüllt, bekommt er neue Arbeitskräfte hierher? Und das hängt maßgeblich damit zusammen mit der Fragestellung, finden Menschen hier bezahlbaren Wohnraum? Und dass der knapp ist in Wertheim, ist klar. Und wir haben vor allem im Bereich, sag ich mal, der ganz normalen Mietwohnungen von 2 bis 3 Zimmer, wo ich als Familie mit einem Kind vielleicht auch einziehen kann, das bezahlbar ist, einen hohen Bedarf. So, das heißt, da muss weiter dran gearbeitet werden. Wir haben mit der Stadtentwicklungsgesellschaft die Möglichkeit, hier weiter zu entwickeln, sowohl in der Stadt, aber Sie haben es gerade eben in der Fragestellung auch richtig angesprochen. Es gehört auch dazu, dass die Steg zukünftige Engagement in den Ortschaften ausweitet. Wenn wir dann auf das Thema Wohnen im Alter schauen, also Seniorenwohnen oder auch betreutes Wohnen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Zukunft. Die Gesellschaft wird älter, wird glücklicherweise älter. Gleichzeitig haben wir aber nicht mehr überall die Situation, dass die Familie sich durchgehend sozusagen um sich kümmern kann, dass die Jungen sich um die Alten kümmern kann. In vielen Bereichen ist es der Fall, aber lange nicht mehr überall. Deswegen muss es auch in dem Bereich generationenübergreifendes Zusammenleben gehen. Es gibt in Lindelbach jetzt durch einen Privatinvestor ein ganz tolles Projekt, wo verschiedene alte Hofreiten zusammengekauft werden, zusammengeführt werden und dann wird da ein neues Gebäude entstehen, das generationenübergreifendes Wohnen möglich macht. Solche Projekte könnte natürlich auch die Steg realisieren, das möchte ich gerne auch anschieben. Zum Thema Krankenhausstandort, also alter Krankenhausstandort, das ist eine große Entwicklungsfläche. Ich freue mich, dass der Herr Stein mittlerweile eine Idee von mir aufgegriffen hat, dass wir da einen offenen Ideenwettbewerb starten. Das habe ich in den letzten Wochen immer wieder wiederholt, weil ich glaube, dass es da noch ganz, ganz großartige Möglichkeiten gibt mit tollen Ideen auch aus der Bürgerschaft, die man da aufgreifen kann und dann einen
einen tollen Lebensraum zu entwickeln neben der Schule. Das Thema generationenübergreifendes Wohnen kann genau dort stattfinden. Und deswegen freue ich mich, wenn dieser Weg auch bestritten wird und wir diesen alten Krankenhausstandort dafür nutzen, dort eine ganz, ganz spannende Bebauung hinzubekommen. Ja, ich sehe das auch so, dass mit dem Krankenhaus, wenn es abgerissen ist, dass man eine neue Bebauung macht. Und ich hoffe, dass es auch eine dreistöckige Bebauung gibt. Dann werden nämlich auch Fahrstühle angebaut. Die müssen angebaut werden. Dann kann man auch für ältere Menschen das bewohnbar machen. Dann hat man eben dieses barrierefreie Wohnen mit Fahrstuhl, dass man da ein Konzept mit einbaut. Ist na klar, in der Stadt wird viel renoviert oder restauriert und das ist auch nötig. In der Veitsgasse, also in der Dings vorne dran, in der Mainuferpromenade, werden jetzt wieder zwei Häuser restauriert oder halt erstellt, also neu gebaut. Die müssen gemacht werden, das ist wichtig für die Stadt selber und auch für die Leute, die halt nicht so viel auf dem Portemonnaie haben. Ja klar ist auch draußen in den Ortschaften auch diese Zusammenschlüsse, die es jetzt da gibt, ist na klar von der Stadtentwicklung zu unterstützen, na klar auch sehr wichtig. Es sind aber auch kleine Häuser, die halt in verschiedenen anderen Dörfern sind, die halt verfallen. Da müsste man halt mit einem Ortsvorsteher mal sprechen, wie kann man die unter die Leute bringen oder junge Menschen zu bringen, die vielleicht auszubauen oder auch Wohnungen reinzubauen. Da ist es noch ein bisschen Gesprächsbedarf, das will ich sehen, weil es meistens Erbgemeinschaften sind und da gibt es noch ein bisschen Probleme hin. Ja. Es hat uns hier über Facebook eine Frage erreicht, und zwar eine generelle Frage an das Podium. Wie ist es geplant, dass vor allem Neubaugebiete erschlossen werden? Des Weiteren stellt sich die Frage, ob zukünftig Modelle für Familien angeboten werden, die kinderabhängig Einsparungen ermöglichen. Also je mehr Kinder, desto günstiger das Wohnen. So verstehe ich das auf jeden Fall. Okay. Soll ich starten? Ja, starten Sie. Okay. Wie ist das geplant? Wir sind, was das Bauen angeht, gerade auf den Ortschaften, die Baugebiete, sind wir so aufgestellt, wir haben 15 Ortschaften und wir wollen natürlich auf allen 15 Ortschaften ermöglichen, dass da Neubauplätze sind, zum einen für Auswärtige, die zuziehen, und zum anderen natürlich für die Kinder aus dem Ort, dass die auch die Möglichkeit haben, dort entsprechend eben zu bauen und ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Das Ganze nennt sich bei uns sogenannte Außenfinanzierung, wo wir über 15 Ortschaften einrichten durften in Absprache mit dem Regierungspräsidium seit über 20 Jahren. Da wir dadurch sehr, sehr viele Bauplätze insgesamt ausweisen auf der Gemarkung, die über den städtischen Haushalt nicht finanzierbar wären. Es hat aber keinen Sinn, und so ist man auch zu dieser Lösung gekommen, dass wenn wir nur in einer Ortschaft viele Bauplätze hätten, aber der Bettinger eben nicht nach Urfahr möchte oder der Nassiger eben nicht nach Voggenroth. Und deswegen müssen wir aufgrund von unserer Struktur, wir haben immerhin die Größe der Stadt Mannheim, aber nur 10% der Einwohner, aber müssen wir schauen, dass wir auch die Ortschaften am Leben lebenswert halten und liebenswert halten und deswegen eben diese Struktur, um das Ganze zu tun. Und jetzt muss ich nochmal die zweite Frage. Die zweite Frage war, ob zukünftig Modelle für Familien angeboten werden, die kinderabhängig Einsparungen ermöglichen. Ja. Also je mehr Kinder, desto günstiger. Also das geht nochmal um die Finanzierung, der Quadratmeterpreis, was der kostet, die Baufläche. Das ist das Konzept, was ich gerade eben dargestellt hatte. Und das heißt eben, auf diesem Baugebiet, und da wird jedes Einzelne für sich betrachtet, da werden alle Aufwendungen wie ein Kontokorrentkonto, muss man sich das vorstellen, gebucht. Also ich kaufe das Grundstück, ich muss es erschließen. Nach der Erschließung kommen noch Strom, Wasser etc. alles dran. Und dann wird es verkauft. Und diese ganzen Kosten werden umgelegt, sodass da die Stadt kein Geld damit verdient, sondern dass die Grundstücke zu dem Aufwandspreis verkauft werden, dass die Aufwendungen, die die Stadt hat, dass die entsprechend dann auch den Preis bilden. Und so kommen wir auch zu unterschiedlichen Preisen, je nach Baugebiet, weil jede Erschließung wieder von der Topografie ein Stück weit abhängig ist. Was die Kinderzahl angeht, haben wir ein Kinderförderungsprogramm bei der Stadt, sodass ich
ich meine, es sind 3.000 Euro pro Kind dazukommen, wenn Sie da entsprechend einen Bauplatz kaufen. Und das ist sogar so gestaltet, es ist ein Anreiz in mehrfacher Hinsicht. Das ist ein finanzieller Anreiz, aber Sie können den Bauplatz kaufen und es ist noch kein Kind da. Und dann haben Sie trotzdem die Aussicht auf das Geld, da auch die Kinder, die dann geboren werden, noch gefördert werden. Und so ist das ein bisschen ein mehrfacher Anreiz, nicht nur finanziell. Hätte da jetzt noch jemand ein spezielles Statement dazu? Ansonsten würde ich einfach mal weitermachen. Ja, ich würde schon, gerne was dazu ergänzen. Ich finde es eine gute Möglichkeit aktuell, die die Stadt auch anbietet, dass für Familien mit Kind oder wenn auch dann Kinder noch nachkommen, entsprechende Preisnachlässe möglich sind. Das ist eine gute Möglichkeit. Man muss immer schauen, so muss man das mit der Zeit auch anpassen. Die Preise steigen kontinuierlich für Bauplätze, auch fürs Bauen selber dann. Also das heißt, da muss man immer schauen, was ist einem Haushalt darstellbar einerseits und was ist aber auch die aktuelle Preisentwicklung. Ich habe jetzt in ein, zwei Bürgergesprächen auch immer wieder die Anfrage bekommen, wie sieht es aus bei der Erschließung von Neubaugebieten bezüglich der ökologischen Nachhaltigkeit. Da gibt es ja vieles, was man auch tun kann, auch in den Bebauungsplänen selber. Ich glaube auch hier ist es, wir haben vorhin über das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz richtig, dass wir da die nächsten Schritte gehen und auch Richtlinien vorgeben. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch aufpassen, jede Richtlinie, die man reinlegt, die sozusagen mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz dann auch bringt, macht auch den Bauplatz teurer und das Bauen auch selber des Hauses dann, ja, also da muss man gut und ausgewogen vorgehen und mir ist es wichtig, dass zukünftig bei der Ausweisung von Neubaugebieten das in der Gesamtplanung natürlich auch da liegt, dass wir schauen dort, wo neue Bevölkerung sich auch ansiedeln wird, wo es einen hohen Bedarf gibt, dass es dort die Weiterentwicklung gibt, immer mit dem Blick auch, wie viel Fläche verbrauchen wir auch, wenn wir über das Thema Flächenversiegelung auch sprechen. Ganz kurz, wenn es geht. Ja, also ich mal kurz, die Bundesregierung fördert auch noch, ich habe jetzt letztens einen Bericht gehört, dass sie für diese Bauprojekte für Häuser oder auch für Wohnungen, die Eltern mit Kindern haben, dass es noch gefördert wird und dass da noch Geld übrig ist und das überhaupt noch gar nicht groß ausgeschöpft worden ist. Das sollte man sich dann nochmal im Internet nochmal klar mal nachschauen oder auch bei der Stadt sich dann erkundigen für solche Projekte oder wo man diese Gelder überhaupt herkriegt. Herr Herrera Torres, ich habe hier drei Fragen, die richten sich ausschließlich an Sie. Die sind ganz, ganz kurz und knapp zu beantworten. Und zwar möchte Evi Petzold von Ihnen wissen, welche Führungserfahrung Sie in Ihrem Leben gesammelt haben und ganz konkret, wie viele Mitarbeiter Ihnen unterstellt waren. Mhm. Ich denke, geht ganz schnell. Dann kommt die nächste. Ich habe Führungserfahrung in verschiedenen Positionen gehabt, sowohl als Landesvorsitzender der Nachwuchsorganisation der SPD, ein Verband mit mehr als 6.000 Mitgliedern. Wir hatten einen großen Vorstand. Ich hatte da entsprechend auch Personalverantwortung für Geschäftsführung und Mitarbeiter. Ich bin aktuell Vorsitzender eines SPD-Verbandes mit mehr als 1.200 Mitgliedern. Auch dort eine große Verantwortung gehabt und dementsprechend ist die Führungsverantwortung, das, was ich stets gelebt habe, sowohl im Ehrenamt als auch im Beruflichen und die Personalerfahrung dort genauso auch mitschwingt. Nächste Frage kommt von Frank Kleiner-Hagebock aus Urfa und er möchte wissen, welche Budgetverantwortung hatten oder haben Sie? Ich hatte einerseits Budgeterfahrung und Verantwortung, vor allem auch als Gemeinderat, Stadtrat der Stadt Laufen. Zum anderen auch hier wieder als Vorsitzender der Justus Baden-Württemberg, wo wir unser eigenes Haushaltsbudget auch hatten mit Mitteln des Ring politischer Jugend auf der Landesebene und zum anderen auch in meiner Arbeit in Brüssel beim Europäischen Gewerkschaftsbund, wo ich die Haushaltsverantwortung, die Finanzverantwortung auch für verschiedene Projekte hatten, die wir auch abgewickelt haben über die europäischen Fördertöpfe. Jetzt ist noch eine Frage ganz aktuell reingekommen. Und zwar, welche Konzepte zur Integration, insbesondere in den letzten Jahren, von zugezogenen Menschen, vor allem aus den südosteuropäischen Ländern, liegen vor oder werden in den nächsten Jahren geplant oder umgesetzt? Dies betrifft insbesondere den Wartberg. Gibt es hier Bestrebungen, zum Beispiel für Streetworker zusätzlichen Sprachunterricht in Zusammenarbeit mit den Schulen Geld und Ressourcen zur Verfügung zu stellen? Das fragt Herr Julian Benz. Alle drei, oder? Ja, an das Podium. Nee? Das ist jetzt an das gesamte Podium.
Ja, bin ja schon ein bisschen gerade im Flow. Genau. Aber bitte kurz, wir haben nur noch ein paar Minuten. Ja, die Frage ist ja aber sehr ausführlich, deswegen. Also, ich war gestern auf dem Wattberg, hatte dort mein Bürgergespräch auch, hatte dort viele Menschen zu Gast aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlicher Herkunft. Ich war in den Tagen davor auf dem Wattberg unterwegs und deswegen ist mir die Situation da sehr präsent. Wir müssen da als Stadtverwaltung vorangehen. Wir dürfen den Stadtteil Wattberg nicht vernachlässigen. Das ist ein genauso wichtiger Stadtteil wie alle anderen Stadtteile in der Stadt Wertheim. Auch mit besonderen Herausforderungen. Das bedarf, dass wir mehr mit den Menschen in Kontakt kommen. Streetworker ist gerade eben angesprochen. Die sind sicherlich eine Lösung, nicht die einzige. Wenn der Streetworker nur auf der Straße bleibt, dann ist es schwierig. Der Streetworker muss natürlich auch an die Türen und muss mit den Menschen in Kontakt kommen. Das andere ist, dass wir stärker auch über die Eltern, die ihre Kinder in die Schule und in den Kindergarten bringen, ansetzen. Und das dritte ist, ich möchte, dass die Stadt sich im Bereich des freiwilligen sozialen Jahres wieder stärker einbringt und dass man dort oder auch über Buftis entsprechend Leute einbindet, die genau dort auch tätig werden und dort eine soziale Verantwortung, soziale Vermittlung auch von Konflikten oder von unterschiedlichen Kulturen auch zusammenführt. Für mich hat das eine hohe Priorität, dass der Wattberg ein ganz gleichgestellter Stadtteil wie alle anderen Stadtteile in Wertheim auch ist, mit besonderen Herausforderungen in der Tat. Und dazu wären da Investitionen notwendig oder möglich, wenn sie irgendwie würden? Also wenn solche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, dann kostet das immer Geld, das ist richtig. Und dann muss man sich tief in die Augen schauen, auch im Gemeinderat, und sagen, ist uns das wert? Und aus meiner Sicht sollte das der Stadt Wertheim das wert sein. Und dann muss das auch umgesetzt werden, richtig. Herr Stamm. Ja, was der Herr Treus gesagt hat, ist alles richtig. Da sind wir auch schon unterwegs in diesen Bereichen und genau in diesen von ihm angesprochenen Bereichen. Darüber hinaus muss man natürlich sehen, der Dreh- und Angelpunkt sind letztendlich die Kinder, die von diesen Familien hierher kommen. Wir haben jetzt einen Kindergarten da oben mit über 20 Nationalitäten. Das ist sehr, sehr schwierig zu leiten und zu steuern. Und zwar das A und O ist die Sprache. Und deswegen müssen wir dort im Kindergarten auch weiter das Thema Sprachförderung vorantreiben. Wir müssen darüber hinaus auch weiter die Erzieherinnen, gerade am Wattberg, psychologisch auch unterstützend tätig werden durch entsprechende Fachkräfte, weil das nochmal eine ganz andere Belastung ist, denen die während ihrer normalen Arbeitszeit ausgesetzt sind. Wir haben das Thema in den Schulen, das setzt sich sehr fort. Das ist das Thema Schulsozialarbeiter. Auch da haben wir aufgestockt im Wattberg und fahren da weiterhin gut damit, wobei ich mir sicher bin, dass das noch nicht das Ende der Aufstockung sein wird. Das wird man sicher noch vorantreiben müssen. Und um dieses zusammenzuführen, also die Kinder und die Familien, ist ja das ganz große Thema am Wattberg, das Familienzentrum, das wir da gerade einrichten. Das ist ein Treffpunkt, wo die Mutter ihr Schulkind abholt, die andere Mutter trifft, die gerade ihr Kind in den Kindergarten bringt, und wo man sich beraten lassen kann, ein niederschwelliges Angebot, wo Beratungsangebote möglich sind, wo es möglich ist, auch nur mal eine Tasse Kaffee zu trinken und sie einfach auszutauschen, weil man gerade bei diesen Gruppierungen gemerkt haben, ob das Rumänien oder Bulgarien ist, dass das ganz wichtig ist, da erstmal in Kontakt zu bekommen, aber nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, weil genau das ist, was die gar nicht wünschen, sondern man muss erstmal gucken, dass man emotional zu denen einen Kontakt aufbauen kann. Und das soll eben gerade die Kombination, die wir jetzt mit der neuen sozialen Mitte haben, am Wattberg, die wir da erstellen wollen, mit den Kirchen zusammen im Kirchenzentrum, soll dieses ermöglichen, dass ich zwanglos, indem ich mein Kind abhole, dann eben auch noch eine Tasse Kaffee trinke und sage, Mensch, da ist noch mal ein Betreuungsangebot, da muss ich mich noch mal erkundigen. Oder das Kind, wo mit dem anderen gespielt hat, dass ich da eben sagen kann, dass die Mama mit der Mama redet. Und so ist es eigentlich geplant. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Der Wert Wattberg ist wichtig. Deswegen investieren wir da die nächsten Jahre auch sehr viel Geld in die Schule, in die Sanierung, Familienzentrum und in die neue soziale Mitte am Kirchenzentrum. Ich möchte da nur ganz kurz einhaken. Ich glaube, wir müssen aufpassen, weil ich wurde gestern da auch nochmal auf dem Wattberg darauf angesprochen, bei meinem Bürgergespräch, dass die Informationen entsprechend gut fließen. Da kamen gestern Fragen auf mich zu, auch gerade aus dem Familienzentrum, aus dem zukünftig geplanten, was denn jetzt mit den weiteren Planungen ist, was ansteht. Also da offensichtlich besteht da noch ein Informationsbedarf auch, der natürlich gerade wichtig ist, wenn sowas entstehen soll, ja, dass die Menschen, die dort wohnen, die da auch arbeiten und die es nachher mit Leben füllen sollen, dass die auch wissen, was geschieht denn jetzt in den nächsten Monaten. So, ich glaube, da muss die Stadtverwaltung
noch nacharbeiten und dann wird es auch gut angenommen werden. Also die allseits geforderte Bürgerbeteiligung. Ja, die Idee blickt noch darauf, da sind wir schon am Arbeiten, weil die eine große Bautafel, wo das Ganze auch schematisch nochmal dargestellt wird, die ist in Auftrag, die sollte auch eigentlich schon da sein. Und ansonsten gilt natürlich das Vorherige, dass wir die Informationen besser transportieren müssen, weil die auch zu komplex sind, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Wollen Sie noch kurz was dazu sagen? Oder? Ja, ich habe mich auch mal umgehört und ich habe auch mit Polizisten gesprochen. Also es ist halt diese Sprachbarriere, ist das große Problem, auch untereinander. Aber es ist hier auch in Wattbech hat sich das die Lage vor 15 Jahren war es ein bisschen problematischer, aber es hat sich auch jetzt wieder auch gedämpft und es ist halt das eine Problem, wirklich die Kommunikation untereinander und miteinander ist das große Problem. Die Sprache muss gefördert werden, das ist ganz wichtig. Jetzt stelle ich die Abschlussfrage. Und zwar, wo sehen Sie, jeder Einzelne, wenn er denn OB werden würde, Wertheim nach Ihrer ersten Legislaturperiode in 8 Jahren? Zu Jan? Jetzt würde ich mal sagen, fängt der Herr Wolf mal an. Wo sehe ich Wertheim in 8 Jahren? Also es gibt viele Projekte und ich hatte der Bürgermeister Wolfgang Stein hat so viele schon angesprochen. Es sieht na klar aus, dass wir uns mehr für die Industrie und auch für die Straßen uns mehr einsetzen müssen. Es ist auch das Problem, ich sage mal so, mit den Schülern, mit den Firmen und auch mit den, ja, diese kleinen Universitäten, was wir jetzt hier haben, das noch ein bisschen mehr zu verdichten und dass wir da auch ein bisschen schneller vorankommen und dass wir halt auch keine Fachkräftesterben hier haben. Das ist halt, und da sollte man einfach drauf aufbauen und ich sehe, dass wir da noch ein bisschen Probleme haben, aber wenn das dann kommt, dann kann man wieder einen Zimmermann sehen in Tracht, man kann wieder einen Maurer sehen, dann kann man wieder Elektriker sehen, junge Menschen, die einfach hier auch glücklich sind und hier auch bleiben möchten. Gut. Und ja auch was zu machen, was lustig ist. Also etwas tun, um Fachkräfte genau. Halt in der Stadt zu halten. Ja. Herr Hering, hast du was? Also wenn ich an Wertheim in 8 Jahren denke und aber auch über den Tag hinaus, dann ist es für mich zunächst mal wichtig, dass die Stadt wächst, dass sie wieder wächst in ihrer Bevölkerung, aber natürlich auch weiter an Wirtschaftskraft. Da ist die Stadt aktuell gut aufgestellt, auch mit ihren Weltmarktführern, aber auch mit Gewerbe und Industrie darüber hinaus. Dieser Weg muss weitergehen, aber ich möchte, dass die Stadt attraktiver wird für junge Menschen, für junge Familien, dass alte Menschen dort auch gerne leben. Das heißt, das gehört alles zusammengedacht auch, dass wir eine Idee haben für die Zukunft, einen Plan für die nächsten 10 bis 20 Jahre, benenne ich es häufig. Und das Ganze in einem Zusammenspiel mit Beteiligung von den Bürgerinnen und Bürgern, dass die sich einbringen können, dass die Ideen, die in der Bürgerschaft ja vielfältig da sind, wir haben es an verschiedenen Projekten heute immer wieder auch diskutiert, wir haben es von den Zuhörern und Zuschauern gehört, dass die mit einbezogen werden, dass ein großes Klima auch der gegenseitigen Wertschätzung da ist. Und dann abschließend, dass die Stadt Wertheim die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch im Einklang mit ihrer Umgebung, das heißt mit der Natur und der Nachhaltigkeit drumherum sind. So stelle ich mir die Stadt Wertheim in 8 Jahren vor, aber auch in den Jahren darüber hinaus, das heißt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Herr Stein. Ja, im Grunde genommen kann ich die Antwort von Herrn Herr-Torres gerade übernehmen, weil die einfach alles beinhaltet. Und ich sehe uns auch da auf einem sehr guten Weg. Die letzten 2 Jahre haben uns da gut in Fahrt gebracht. Es ist viel gelungen, es ist viel passiert. Und das soll auch weiterhin das Ziel sein, diesen Weg weiterzugehen, dass es ein liebens- und lebenswertes Wertheim ist, familiengerecht, Familienstadt, über alle Generationen hinweg, für jung wie für alt. Eine Rollatorspur in der Altstadt, genauso wie für den Kinderwagen die Spur, dass wir weiterhin ein sehr gutes Miteinander haben, eine hohe Wertschätzung, dass wir auch weiterhin, und da möchte ich Wertheim schon hervorheben, wir gehen in Wertheim sehr achtsam miteinander um, wir passen aufeinander auf, dafür sind wir bekannt als Wertheim auch klein genug und diesen achtsamen und wertschätzenden Umgang, dass wir den auch weiterhin pflegen und nicht aus dem Auge lassen. Die dynamische Entwicklung hatte ich schon angesprochen. Wir sind gerade die dynamischste Stadt mit der dynamischsten Entwicklung hier in Main-Taube-Kreis. Und die möchte ich auch gerne fortsetzen, die nächsten 8 Jahre. Und dann glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Dann haben wir Bevölkerungszuwachs und der ist auch notwendig. Und dann spielen wir vielleicht ein klein bisschen eine größere Rolle zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Das wäre so mein Gedanke. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen dreien und ich bedanke mich auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern auf Facebook. Auf Wiederschauen und einen schönen Tag. Wiederschauen. Wiederschauen. Tschüss.